Ja, Leute, wenn euch interessiert, wie das jetzt so weitergegangen ist mit unserer Alarmanlage und mit den anderen Sachen, die so noch am Auto gemacht worden sind und ja, Thema Ordnungssystem im Kofferraum kommt auch noch vor. Ja, lauter solche Sachen halt. Dann bleibt einfach dran. Ja, Leute, aktuell bin ich gerade auf dem Weg in die Werkstatt. Die Maßnahmen durchführen lassen, die beim letzten Mal ja nicht funktioniert haben. Wir sprachen drüber, ich glaube im vorletzten Video oder im letzten. Das hängt ein bisschen davon ab, was ich jetzt hier raus mache. Müssen wir mal sehen. Problematik war ja falsch rum angeklemmte Rückfahrsensoren. Genau, seitenverkehrt aufgeschaltet. Jetzt hier die optische Anzeige. Alarmanlage, ja, soweit scheint sie zu funktionieren, lässt sich allerdings irgendwie nicht mit der Software, mit der App koppeln. Mag auch an mir liegen, würde mich zwar wundern, aber auch das wäre dann noch zu klären. Und jetzt während der Anfahrt habe ich die ganze Zeit hier ein mehr oder weniger rhythmisches Quittierungspiepen, von dem ich noch nicht so richtig weiß, wo es herkommt. Hab den stillen Verdacht, dass das vielleicht was mit irgendeinem der Fenstersensoren zu tun hat, das weiß ich auch noch nicht. Auch das wäre dann gleich noch zu klären. Tja, und die Rechnung entspricht auch nicht dem, was ich zuletzt mit dem Kollegen, der da verantwortlich ist, abgesprochen habe. Ich bin da rausgegangen und habe gesagt, ein Mann, ein Wort. Das ist der runde Betrag. Das hat er mir auch so abgenickt. Hat dann wohl die Rechnung ohne seine Chefin gemacht. Auch das bleibt dann noch zu klären. Jo, ansonsten ist mein Blutdruck aber immer noch ziemlich in Ordnung. Und ja, warum habe ich gesagt, mal gucken, was ich daraus mache? Ich bin natürlich schwer am Überlegen, oder wir, Maria natürlich auch, wie wir jetzt weitermachen, genauso wie alle anderen auch. Ja, Reisen ist ja nun mal momentan nicht abgesagt. Wir hätten uns jetzt in der nächsten Woche auf eine längere Reise begeben, hätten da natürlich viele Eindrücke gesammelt und euch auch viel, ja, hätten zeigen können. Das fällt nun mal flach. Auch unsere für Ostern gebuchte Reise ist schon gecancelt und die Anzahlung zurücküberwiesen. Aber wem erzähle ich das? So wird es vielen von euch gehen. Ja, jetzt müssen wir halt gucken, wie wir die Zeit überbrücken und was wir Sinnvolles damit machen. Mal gucken, irgendwas wird uns einfallen. Ja, in diesem Sinne, ich mache mich jetzt erstmal in die Werkstatt. Halte ich dann zumindest darüber auch schon mal auf dem Laufenden, wie das da so alles funktioniert hat. Und ob denn jetzt dann alles am Ende zu meiner Zufriedenheit ist. Ich meine, dass ich jetzt da nochmal anreisen muss, auch wenn es dann am Ende nur, weiß nicht, 20, 25 Kilometer sind. Es kostet Zeit, das Warten auf das Auto kostet Zeit, der Sprit macht sich auch nicht umsonst. Ja, alles ein bisschen ärgerlich, schauen wir mal. Aber das scheint heute irgendwie Standard zu sein. Oder ich ziehe das magisch an. Ist natürlich auch eine Variante. Ja, in diesem Sinne, also bis später mal, ne? Ja, bin wieder auf dem Rückweg. Das meiste hat sich erledigt. Ja, bis auf das Piepen hier, da sage ich gleich noch was zu. Ja, also, wir haben dann den Fachmann von Titronic angerufen, der beim Einbau dabei war. Der erzählt einem dann, nachdem wir die ganze App abgeglichen haben, da erzähle ich dann später im Video nochmal was zu. Ja, da muss dann der Fiat Ducato ab 2006 eingegeben werden. Ich hatte da vermessenerweise Citroën Jumper eingegeben. Ja, ist ja ganz selbsterklärend, dass man nicht das Auto eingibt, was man hat, sondern das Auto, was die gerne haben wollen. Ist ja auch gar kein Problem. Sollte man dann vielleicht einfach nur kommunizieren. Wobei das anscheinend nicht das eigentliche Problem war, sondern die extra mitgelieferte und empfohlene Karte der Telekom, die dann in diesen Profiler hier eingebaut worden ist, die war wohl anscheinend nicht richtig vorbereitet, kommt wohl angeblich nur alle 2000 Karten einmal vor. Haben wir also wieder Glück gehabt. Ja, und zwar insofern, als dass, wenn man die Karte anruft, da die Mailbox dran ging und das war fatal, genau das darf eben nicht sein. Wir mussten also dann den Profiler nochmal ausbauen, Karte rausnehmen, Handy suchen, in das die Karte passt.
dann die passende Tastenkürzel finden, um dann die Mailbox auszuschalten, dann das Ganze retour und siehe da, ab da lebte das Ding auch und gab auch dementsprechend Antwort per SMS, wie das sein soll. Aber wie gesagt, da erkläre ich dann später noch ein bisschen was zu im Laufe dieses Videos. Fakt ist jedenfalls, das scheint jetzt zu funktionieren. Jetzt habe ich nur das Problem, dass hier irgendwas in diesem Auto piept und ich kriege nicht raus, was es ist. Von irgendwas geht die Batterie leer. Ja, wenn ich so ein bisschen an der Kamera vorbeigucke, nimmt es mir nicht übel, aber ich muss die Ampel ein bisschen im Auge halten. Ich stehe nämlich an der Baustelle. Ja, ihr hört das Piepen und ich muss erstmal rauskriegen, was das ist, aber auch das sollte uns gelingen. So, ich habe den Übeltäter entlarvt. Einmal durch das komplette Wohnmobil gegraben, Feuermelder, CO2-Warner, sämtliche, frag mich, Kameras, Sensoren, alles durchgegrast. Der letzte war es natürlich, wie immer, Murphsche Gesetz, ne? Ja, es war nämlich, kriege ich das jetzt ruckzuck eingefangen, jo. Jener welcher, der zweite Alarmgeber von der TV-Alarmanlage, die ich ja aus erklärten Gründen, ich glaube Video vorher oder zwei vorher, verbaut lasse. Ja, der hat mich jetzt geärgert, die Batterie ging wohl langsam aber sicher zur Neige. Und das wollte er mich wissen lassen. Na gut, so, das haben wir geklärt. Denke mal, wir machen noch das ein oder andere handwerklich hier in dem Video. Ich glaube, ich zeige euch auch noch mal, was ich jetzt hinten im Kofferraum gemacht habe. Regalsystem kann ja nicht nur der Wohnmobilbesitzer. Das können wir im Kasten auch. Und mit ganz, ganz kleinem Gewicht. Ja, Regalsystem ist natürlich zu viel gesagt, aber ich zeige euch mal, wie ich so ein Ordnungssystem für mich dann da im Kofferraum generiert habe, mit ganz, ganz kleinem Gewicht. Und ja, zumindest für mich ist das optimal. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch eine Anregung. Oder es hat sogar noch einer eine bessere Idee, dann einfach mal ein Foto posten, unten reinschreiben, wie auch immer. Fände ich dann mindestens genauso spannend wie das, was ich da zusammen fabriziert habe. So, damit wäre zumindest das Thema schon mal geregelt. Ja, wie ihr seht, ein frisches Hemd und 3 Tage weiter. Ja, geht's weiter. Womit geht's weiter? Wie versprochen, wir gucken jetzt gleich eben in die App rein, sprechen ein bisschen über die Alarmanlage, gucken uns das Ordnungssystem an. Das Piepen haben wir jetzt hoffentlich bis auf Weiteres erstmal beseitigt. Ja, ansonsten, wie ihr selber ja seht, traumhaftes Wetter, Freitagnachmittag, tja, und wie ihr alle auch, auf der Einfahrt, es ist ein Trauerspiel, aber das, was zählt, ist gesund bleiben, vernünftig sein, zu seinem eigenen Schutz und zum Schutz all unserer lieben Mitmenschen, ja, so ist es eben, aber auch die Zeit geht vorbei, bleibt da einfach alle tapfer, aber wir haben da schon irgendwie, glaube ich, so eine ziemlich coole Idee, wie es da für uns auch so ein bisschen weitergeht. Bleibt da erstmal gespannt. So, aber jetzt geht es dann eben zum Thema Alarmanlage. Ich drehe euch jetzt mal. So, dann fangen wir doch einfach mal damit an, dass ich euch mal kurz die zusätzliche Fernbedienung zeige. Die ist ja insofern cool, als dass die jetzt die Alarmanlage einschaltet und dementsprechend auch direkt das Auto mit abschließt oder aufschließt. Und wenn man letztendlich beide Knöpfe gleichzeitig drückt, was ich jetzt nicht machen möchte, an einem heiligen Freitagnachmittag auf der Einfahrt, startet dann der sogenannte Panikalarm. Das heißt, sollte man hinten irgendwo im Wohnmobil liegen und merkwürdige Geräusche vernehmen oder was auch immer einem da nicht geheuer ist und man möchte Aufmerksamkeit erzeugen oder ja sehen, dass derjenige, was auch immer, der da draußen treibt, verschwindet, beide Knöpfe drücken und dann bricht dann mehr oder weniger die akustische Hölle los. Ja. Ansonsten ist das eigentlich sehr unscheinbar. Ne? Ich hatte euch diese LED ja vorne dann schon gezeigt. Ups, ich weiß gar nicht, komme ich da jetzt nochmal wieder hin. Da hinten haben wir also diese LED, die zeigt also, im Moment ist sie natürlich aus, die zeigt sonst eben dann durch Blinken den Status an. Kann mehrere Sachen anzeigen. Ja, eben das eingeschaltet ist oder wenn sie irgendwelche Störungen hat oder ähnliches. Da gibt es dann so verschiedene Blinksignale, die sind genauer beschrieben. Ob man die dann in der Panik, wenn da wirklich irgendwo Theater ist, dann super
auslesen kann und sich merken kann. Das werden wir dann sehen. Ja, ansonsten sieht man es natürlich an den Aufklebern, die mitgeliefert werden, die wir auch dann hier dementsprechend überall verbaut haben. Ne? Und ja gut, andere Seite auch. Ich denke, wir müssen jetzt nicht ums ganze Auto rennen. Die sind sehr auffällig, die reflektieren auch nachts sehr, sehr gut. In Kombination dann mit unseren Lichtern, die wir ja montiert haben, ist das also schon eine ganz gute Nummer, um dafür zu sorgen, dass erst gar keiner sich am Auto vergreift. Denn jeder Versuch, es aufzumachen, führt ja unter Umständen schon zu Schäden. Und das macht dann auch schon eine ganze Menge Ärger, selbst wenn es dann nicht zum endgültigen Erfolg für den Langfinger führt. Ja, das dazu. Ich starte jetzt mal eben ganz kurz die App und dann gucken wir uns die nochmal kurz an. Das ist auch kein Hexenwerk, aber habe ich euch versprochen, gucken wir auf jeden Fall eben kurz rein und ich weise euch da mal so auf zwei, drei Besonderheiten hin. Ja, wie gesagt, ich bereite. So, hier sieht man jetzt die App von T-Tronic. Die starten wir einfach mal. Dann laden wir im Anfangsbild. Hier sind also dann diverse Shortcuts, die man betätigen kann, um in die Funktionen reinzukommen. Man kann in der Software auch auswählen, welche angezeigt werden sollen, welche nicht angezeigt werden sollen. Also hier ausschalten und dann gucken, wo das Auto jetzt letztendlich ist. Dinge hinzufügen. Ja, hier sind Zusatzfunktionen normalerweise drauf, die jetzt bei mir momentan nicht belegt sind. Ja, so sieht das erstmal aus. Und wenn man hier oben eben ins Menü geht, da oben, Zahnrad wie üblich, kennt man ja, dann sind eben die Einstellungen da. Und ja, da ist der Kollege Kuschel. Man erkennt das jetzt einigermaßen vernünftig. Ja, Fahrzeugname, gut, kann man natürlich machen, was man will. Dann kommen wir eben zu dem Eintrag, über den ich mich vorher da schon ein bisschen geärgert habe. Diese Streifenbildung jetzt hier, ja gut, Handy-Display abfilmen, ist nicht so der Brüller. Ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. Ja, da steht Fiat Ducato 250 seit 2012. Das ist eben das, was man da wohl auswählen muss, dass alles funktioniert. Auch wenn man einen Citroën Jumper fährt. Aber gut, sei es drum, habe ich ja schon gesagt, muss man dann halt so zur Kenntnis nehmen. Modelljahr 2018. Gut, und dann kommen wir eben zu den wichtigen Einstellungen hier. Profinder und Vipro 3 mit SafeLock. SafeLock ist eben dann diese Platine in dem Schlüssel, die dafür sorgt, dass das Signal nicht mehr abgefangen werden kann. Und der andauernd dann einen anderen Code letztendlich sendet und dadurch deutlich mehr Sicherheit generiert, als das bei Fiat und Citroën sonst üblich ist. Da wird es eigentlich Zeit, dass die mal ein bisschen nachbessern. Ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein bisschen eine Frechheit, ist schon lange nicht mehr der Stand der Technik. Aber sei es drum. So, dann sind die beiden Funktionen eben angehakt. Da unten, ihr seht, ich habe gerade mal eben ein paar Papierschnipsel hingeklebt. Dann brauche ich da jetzt gleich nicht groß im Videoprogramm versuchen, das Ganze zu pixeln. Da wird dann eben eingetragen die Produktnummer, einmal von der Anlage selber und von der Vipro. Die stehen jeweils auf den Kartons, die habe ich natürlich jetzt mal platt gemacht. Und darunter wird dann letztendlich die Nummer von der Karte eingegeben, die man dann, wenn man die dabei nimmt, dann geschickt kriegt. Oder aber von der Karte, die man sich selber aussucht. Frag mich, der eine rennt in Aldi, der nächste macht es bei Vodafone, der übernächste, so wie ich bei der Telekom. Das Angebot, was die da jetzt anbieten, weil die eine Kooperation haben mit T-Tronic, die war schon wirklich, fand ich sehr okay. Aber das muss am Ende jeder für sich selber entscheiden. Ja, das ist dann eigentlich so die Software. Und gut, was kommt dann noch hier? Zugangsart, Karte T-Mobile, ein Vertragshandy und so weiter und so fort. Ja, und dann kommen wir unten eben dann, wie vorhin schon erwähnt, die Dinge, wo man einschalten kann, was jetzt vorne angezeigt wird, nicht angezeigt wird. Ne? Also Alarm an, aus, verriegeln über die App, neue Geräte damit koppeln, das Fahrzeug orten, Geoforcing, Statusbericht abrufen und dann hat er eben zwei zusätzliche Kanäle, die man belegen kann mit einem Ventilator oder einer Heizung oder weiß der Henker was. Da ist, wie gesagt, bei uns jetzt aktuell nichts verbaut. Ja, ansonsten, ich zeige euch nochmal die Sensoren etwas mehr aus der Nähe. Na, hier sieht man mal so einen, das ist jetzt hier ein schwarzer. Sehr angenehm und unauffällig, muss ich sagen, das haben sie wirklich schön gemacht. Im Vergleich dazu, oben an den Dachfenstern hat man sich dann entschieden, da einen weißen zu verbauen.
Auch das muss ich sagen, ist sehr angenehm, unauffällig. Also da merkt man schon, dass der Kollege da von der Herstellerfirma, der da geholfen hat in der Werkstatt, da schon was von versteht. Hat er wirklich klasse hingekriegt. Ja, da seht ihr übrigens mehr oder weniger zufällig unsere niegelnagelneue Bettwäsche. Auch noch unbenutzt gekauft, drauf gefreut für den anstehenden Urlaub. Jetzt muss sie ein bisschen warten, aber ja, wie ihr seht, bei uns im Heck ist der Frühling schon mal ein bisschen eingezogen. Ja, das soll es dann erstmal eigentlich zur Alarmanlage gewesen sein. Wenn es da irgendwie noch spezielle Fragen gibt, dann einfach melden, E-Mail an kuschel@online.de oder schreibt es in die Kommentare rein oder über Instagram oder wie auch immer. Ihr kriegt uns schon, so viel Kuschelkasten gibt's ja nicht wirklich. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal an den Kofferraum und dann kümmern wir uns das Thema Ordnungssystem. Mache hier noch so eine kleine Vorbereitung und dann geht's da weiter. Tja Leute, vorbereitende Tätigkeiten für unser Ordnungssystem. Aber keinem weiter sagen, dass wir noch ein Toilettenpapier vor Ort im Auto haben, sonst hilft die tollste Alarmanlage nix. Leute, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, dass ihr Nudeln braucht. Dass ihr Bier braucht, dass ihr meinetwegen sogar Schnaps braucht, dass die Leute sämtliche Zigaretten aufkaufen. Ich kann es zwar als Nichtraucher nicht verstehen, aber ich habe Verständnis. Aber Leute, was macht ihr mit dem ganzen Klopapier? In meinen Kopf will nicht rein. Schon mal was von Wasser gehört? Naja gut, sei es drum. Hört sich alles lustig an, aber es ist anscheinend tragisch genug. Und für manche Leute aktuell das Wichtigste auf diesem Planeten. So, ich mache jetzt noch hier kurz mit der Schere an diesem Schild Schnapp und dann sind wir im Kofferraum. Tja, so sieht's aktuell also bei uns dann im Kofferraum aus. Da seht ihr unsere Kunststoffboxen. Die gibt es in unterschiedlichen Größen, aber so passen sie hier wirklich optimal rein. Und die Schubladen werden auch nicht zu klein, dass man sie sinnvoll nutzen kann. So ein Türmchen hier wiegt eigentlich fast nichts. Ich habe sie jetzt nicht gewogen, aber ich würde mal sagen, 300-400 Gramm. Mehr wird es wahrscheinlich auf keinen Fall sein. Ja, die sind allerdings so nicht komplett erhältlich, sondern so wie sie jetzt hier sind, fehlt aktuell das, was ihr hier seht, ne, diese weiße Sicherung. Und ich zeige euch das mal. Zack. Einmal so. So, und dann gucken wir das Ding mal im Einzelnen an. Das hier sind sogenannte Kindersicherungen. Die werden eigentlich an und um Schubladen geklebt, wenn man kleine Kinder hat. Ja, eigentlich qualitativ anscheinend schon ein gutes Produkt. Immerhin 3M Klebefolie, muss auch sagen, die hält bis jetzt sehr, sehr gut. Hier hinten ist er soweit voreingestellt. Da sieht man das gut. Ja, da ist er voreingestellt. Man kann den da noch verschieben. Wenn man jetzt einmal hier diese Verriegelung schiebt, dann ist eigentlich Ende erstmal im Gelände. Man wird es wieder aufkriegen, aber dann wird es wirklich schwierig. Das klickt dann und dann war es das erstmal. Und auf der anderen Seite hat er eben einen Verschluss. Moment, ist natürlich mit einer Hand schwierig. Also wenn man jetzt hier diesen Hebel nach vorne schiebt, zack, dann geht er auf. Und wenn der auf ist, hat man eben dieses Teil, das also ja noch irgendwo verklebt ist, an der Schublade oder am Schrank. Und man hat dann eben das Gegenstück, ja, was dann da dementsprechend einschnackt. Und insofern lässt sich es eben, so wie ihr es gesehen habt vorhin, sehr bequem öffnen und schließen. Das funktioniert also wirklich auch gut mit einer Hand. Dann bleiben die Schubladen während der Fahrt also auch wunderbar zu. Das ist eigentlich wirklich eine sehr angenehme Angelegenheit. Und davon habe ich mir einfach 4 Stück hier reingestellt. Das ist wenig Gewicht, schön aufgeräumt so und da seht ihr Schilder, wie wir sie vorhin gemacht haben. Ne? Da oben haben wir die Sachen, die die Fahrräder betrifft. Einfach tiefer haben wir dann die Sachen, die letztendlich alles so mit der Wassergeschichte zu tun haben. Da unten werde ich jetzt gleich das Schild drauf kleben, dass da ein bisschen Werkzeug drin ist. Und dann werden wir uns vorarbeiten bis zu der Schublade, die ich jetzt nicht verrate, in der das heilige Klopapier ist. 4 Rollen, Leute. Das, was man normalerweise dabei hat. Keine Unmengen. Wir haben nicht gehortet. Sehen wir ehrlich gesagt auch keinen Sinn drin.
Ja, so haben wir das hier geregelt. Im Übrigen habe ich dann festgestellt, weil man kann die nicht einzeln kaufen, sondern das sind immer so, ich weiß gar nicht, was waren das, immer 8 Stück im Paket oder so. Habe ich noch ein bisschen was über gehabt. Zum Beispiel habe ich hier hinten meine kleine Trittleiter auch direkt damit befestigt. Die kann man jetzt wunderbar da eben lösen, kann sie benutzen, kann sie wieder festmachen, fliegt sie auch nicht durchs Auto. Und das, was ihr hier oben drüber seht, das ist im Übrigen dann die Schlinge. Das Kabel habe ich jetzt hier oben unter Fahrradzubehör einfach mal mit in die Schublade geschoben. Das ist die Schlinge, die man nach außen legen kann und um die Fahrräder legen kann. Oder aber eben auch, wie schon mal irgendwo im Laufe dieses Videos erwähnt, eben die Gartenmöbel. Und dann sind die also auch gesichert. Ja, soweit so gut. Damit habt ihr also gesehen, wie wir jetzt gerade versuchen oder versucht haben, ein bisschen Ordnung hier hinten in den Kofferraum zu bringen. Die Zeit einfach zu nutzen, in der wir jetzt nun mal leider nicht los können, denn da bleibt sonst immer nicht so viel Zeit für, das mal ein bisschen zu organisieren, durchzusortieren. Ja, Alarmanlage verbaut, Rückfahrsensoren verbaut. Und ach ja, da vielleicht noch zur Erklärung und zur Ehrenrettung meiner Werkstatt. Also mit dem Verdrehen der Sensorgeschichte, also der Anzeige der Sensoren. Ja, da haben sie sich selber so ein bisschen von hinten durch die Beine ins Auge geschossen. Sie sind nämlich hergegangen und haben erst überlegt, das auf die Armatur zu bauen, wie man das früher häufig sieht. Sind dann auf die pfiffige Idee gekommen, das Ding doch lieber unterzubauen, da wo normalerweise in einem Auto der Rückspiegel hängt, was auch wirklich gut ist, sehr schön auch geworden ist. Ja, nur dadurch, dass man es erst so verbaut hat und dann so montiert hat, tja, da war rechts eben nicht mehr rechts, sondern links. So einfach kann es dann sein. Gut gemeint, ist halt schief gegangen. Alles andere haben sie auch geregelt, also im Nachhinein Schwamm drüber. Hat mich nicht umgebracht, aber ich könnte mich da echt kaputt lachen. Ja, ihr könnt euch ja mal dazu äußern, ob euch das auch andauernd passiert oder ob ich das nur magisch anziehe. In diesem Sinne, das soll es in diesem Video gewesen sein. Wir werden uns Mühe geben, euch trotzdem interessante Videos zu liefern. Wir haben da schon so ein paar Ideen, was jetzt die nächsten Tage so von uns gemacht wird und was wir euch dann zeigen können. In diesem Sinne, habt einfach ein bisschen Spaß, macht euch zu Hause schön. Wenn ihr habt, geht auf den Garten, das Wetter ist ja herrlich. Auf den Garten, ja. In den Garten oder auf den Balkon, wollte ich sagen. Ansonsten liebe Grüße von Maria, die ist gerade unterwegs, kann sich jetzt gerade nicht blicken lassen. Ja, und ansonsten einfach gesund bleiben, Abstand halten. Wir kommen auch gemeinsam durch diese Zeit und bald geht's wieder los. Wir freuen uns drauf, wenn wir endlich wieder fahren können, filmen können und euch ein bisschen was von unterwegs zeigen können.